Jetzt nochmal von hier oben. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Geht's euch gut? Ja. Mir geht's auch sehr gut. Die Sonne, die scheint bei mir gerade da, wo sonst keine Sonne herkommt. Warum? Das kann ich euch sagen, weil 2 Jahre hat es gedauert, bis mein neues Album auf den Markt kommt. Es heißt Die geilste Zeit. Und vor 2,5 Wochen war ich auf Radiopromo und wurde schon gefragt, warum heißt denn das Album Die geilste Zeit? Das ist ja schon eine krasse Aussage, so geil. Und da sage ich ganz ehrlich, heutzutage darf man das ruhig mal sagen. Das Album habe ich letztes Jahr produziert und letztes Jahr war für mich ein sehr, sehr nervenaufreibendes Jahr. Ich habe ein Haus gebaut mit meiner Partnerin. Meine Partnerin habe ich dann letztes Jahr endlich geheiratet. Ja. Ich habe mein Label gewechselt, bin jetzt bei Telamo. Mein Schatz ist befördert worden. Also es war einfach eine geile Zeit und deswegen haben wir das Album so genannt. Es passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ja, und jetzt bin ich hier und darf euch ein bisschen was vorstellen. Und ich hoffe natürlich, dass ich die ein oder andere Platte gleich verkaufen kann. Denn das neue Label soll mich ja nicht nächstes Jahr schon direkt rausschmeißen. Ne? Das muss ich natürlich auch lohnen für ihn. Und ich habe auf jeden Fall auf dem Album eine gute Abwechslung zusammengestellt, würde ich sagen. Und zwar etwas langsame Lieder, ein paar Balladen, Popschlager, etwas viel Schlagereskeres. Ich habe zum Beispiel was dabei, wo der ein oder andere sagt, oh, das erinnert mich so ein bisschen an Fantasy. Tatsächlich, ich habe da ein bisschen was angelehnt, aber das kommt erst ganz zum Schluss. Und bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, singe ich euch jetzt eine etwas langsamere Platte. Die heißt, wann komme eigentlich ich? Und da ist die Geschichte ein bisschen umgedreht. Und zwar bin ich diesmal der Liebhaber, ja, und bin verliebt in eine Frau, die ihren Mann einfach nicht verlassen möchte. Das macht mich natürlich verdammt traurig. Aber ich glaube, im wahren Leben passiert das öfter, wie man denkt. Hier ist für euch, wann komme eigentlich ich? Dankeschön. Ist das eine schwere Kost am Nachmittag? Nee, du. Ich sage erstmal Prost. Ich will hoffen, dass ich hier keinen Sprudel drin habe. Ich bitte jetzt mal um einen großen Applaus für diesen großen Mann hier an der Seite mit dem blauen Shirt. Er heißt Andi und sorgt dafür, dass ich auch auf der Promotour live singen darf und kann. Dankeschön. Seit über 4 Jahren arbeiten wir zusammen. Und man sagt ja immer so, die Schlagersänger, die singen doch sowieso alle nicht live und boah, das ist doch voll Playback oder die singen drüber. Und ja, das Schöne ist natürlich, wenn du so einen Maestro wie den Andi da stehen hast, ne, ob er manchmal Lust hat oder nicht, der mischt verdammt gut ab. Ne? Und da kann man halt auch schon mal nach einem schwereren Abend, zum Beispiel wie auf einer Schlagerreise, ne, wo der Sekt halt läuft, am nächsten Tag noch singen. Das ist einfach so. Und ich muss das einfach mal loswerden, weil ich sage Dankeschön, weil er nämlich auch die ganzen Strecken fährt, damit ich hinten drin sitzen kann, um die Autogramme vorzuschreiben. Also Dankeschön, Respekt. Ne? Das reicht jetzt aber auch für die nächsten 2 Jahre. Und, und wie es so ist, ich bin natürlich hier, um mein neues Album Die geilste Zeit vorzustellen. Und ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere gleich das Album mit nach Hause nimmt und sich da alle Songs in Ruhe anhört. Denn ich denke, dass wirklich mindestens eine Platte, wenn nicht sogar 2 oder 3 drauf sind, wo jeder Einzelne sagt, boah, das kann ich auf mich projizieren. Und deswegen komme ich auch jetzt schon zu meiner letzten Platte. Und das Lied heißt Phänomenal. Und dieses Lied, das habe ich im Prinzip meinem Schatz gewidmet, weil sie einfach phänomenal für mich ist. Da kriege ich schon direkt einen Knoten in der Zunge. Ich bin gerade erst 2 Tage von zu Hause weg, es wird noch eine Woche dauern, ich vermisse sie jetzt schon. Ja, so ist es. Alle mal gemeinschaftlich. Oh. 3, 2, 1. Dankeschön. Hier ist Phänomenal. Viel Spaß.